Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney Haul hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie ihr sehen könnt, bin ich in meiner deutschen Wohnung und entschuldigt das Chaos im Hintergrund, aber ich bin eh an diesem Wochenende in Deutschland und die meisten Sachen hatte ich tatsächlich auch hier gelassen für den Haul. Deswegen dachte ich, mache ich es auch mal wieder aus der altbekannten Location und ja, hier sitze ich nun und zeige euch, was ich alles von Disney im Februar gekauft habe. Es ist wieder einiges dabei. Ich habe ein Paket bekommen von Impericon. Natürlich nehmen wir es in Disneyland gekauft, als wir Anfang Februar dort waren, zu Brinas Geburtstag. Und das ein oder andere von Shop Disney. Also ich würde sagen, wir starten. Starten wir mit Shop Disney. Ja, da habe ich tatsächlich mal wieder bestellt. Es war ja eine lange Zeit, dass bei Shop Disney irgendwie nie was Gutes gab, wo ich dachte so, ja, aber jetzt zum Disney 100 und jetzt kam die Eras-Kollektion raus, da musste ich das ein oder andere Mal zuschlagen. Und das erste, was ich gekauft habe, war diese Tasse und ich sehe gerade, da ist gar kein Preis dran. Die Disneyland Anaheim-Tasse mit den ganzen Attraktionen. Ich fand die so schön mit den ganzen Pastelltönen und wie gesagt, den Attraktionen von Disneyland Anaheim und hier drin steht auch Disneyland Anaheim drin oder Disneyland Resort. Ich habe mir die aber auf dem Bild ein bisschen größer vorgestellt. Ist jetzt nicht die größte Tasse, aber für einen Kaffee morgens reicht es auf jeden Fall. Für Tee oder so brauche ich tatsächlich eine größere Tasse. Ich meine, die hat 14 Euro gekostet, aber wie gesagt, kein Preis mehr unten dran. Und wenn es die Sachen natürlich noch online gibt, verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Genau, also das war die erste Sache von Shop Disney. Und dann als zweites habe ich mir auch was von der Eras-Kollektion gekauft. Und da muss ich tatsächlich mal, ich gucke jetzt gleich mal nach den Preisen online, weil hier ist jetzt auch kein Preis dran. Und es sind die Buchrücken mit den Mickey-Schuhen, mit dem goldenen. Ich packe ich jetzt aber auch nicht aus. Ich lasse sie so in dem Karton für den Umzug und dann muss ich sie dann nicht mehr neu einpacken. Die sind ganz gut da drin verpackt. Aber ihr seht sie hier. Es gibt sie auch im Park zu kaufen, aber ich habe sie mir bewusst online gekauft, weil sie online günstiger sind. Generell fast alle Teile von der Eras-Kollektion sind online günstiger als im Park. Ja, theoretisch würde man Jahreskartenrabatt bekommen, wenn man eine Jahreskarte hat, aber ich glaube tatsächlich, dann ist es auch nicht günstiger, es im Park zu kaufen. Und das dann sowas mit nach Hause zu schleppen, deswegen habe ich gedacht, bestelle ich es direkt online. Ich schaue jetzt mal nach dem Preis, was das gekostet hat und ob es die Tasse auch noch gibt. Genau, also die Tasse hat tatsächlich 14 Euro gekostet, gibt es auch noch und die Buchrücken, Buchstützen kosten 60 Euro online. Ich hatte aber tatsächlich auch einen Rabattcode, und zwar 20%. Und deswegen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das online zu bestellen. Ich glaube, im Park kosten die um die 80 Euro, diese Buchrücken. Ja, richtig schön. Und da kann man schöne Disney-Bücher dazwischen platzieren. Und das letzte Teil aus der Eras-Kollektion, da erinnere ich mich noch, was gekostet hat, 85 Euro. Und ja, ihr seht schon, ist die Lampe. Und das war tatsächlich, guck mal, also auf dem Bild sieht sie nicht so riesig aus, aber hier sieht man mal die Dimension, wie groß dieses Ding eigentlich ist. Und ich muss mich verbessern, Daniel hat mich schon gerügt. Ich habe in meiner Story gesagt, dass es Metall ist. Nein, das ist kein Metall, es ist, er hat mir den Fachbegriff gesagt, es ist irgendeine Kunststoffart. Aber es ist sehr massiv, wirkt wie Metall und aber oben, das ist auf jeden Fall Glas. Sie leuchtet nicht super hell, sehr angenehm. Ich mache euch jetzt mal hier auch ein Bild, wie sie leuchtet. Dann habt ihr mal einen Eindruck dazu. Sie ist immer mal wieder online, da müsst ihr aber tatsächlich sehr, sehr viel Glück haben. Also ich habe es plötzlich gesehen, einmal, dass sie online war, habe Daniel sofort angerufen, habe gesagt, ich habe ihm nicht mal Hallo gesagt, ich habe nur gesagt Shop Disney, weil wir die Tage tatsächlich darüber gesprochen haben, wenn einer von uns sieht, dass die Lampe gibt, soll man Bescheid sagen, weil man kann auch nur eine Lampe pro Person bestellen. Ja, also mega cool für den Preis für 85 Euro echt gut.
Und es hat auch keine Batterie. Das finde ich auch mal so doof, wenn irgendwie so Lampen batteriebetrieben sind und unten nur so einen Schalter haben. Da mache ich die nie an. Und die hat nur einen USB-Stecker und einen Ausschalter. Und das ist dann super praktisch. Kann man auch mit einer, ich sage jetzt das Wort nicht, sonst reagiert sie direkt. Die mit dem A kann man ja auch so programmieren mit so Schaltern, dass sie das dann anmachen, sobald man ihr das sagt. Habe ich zum Beispiel hier mit meiner Wohnzimmerlampe. Genau, also das war das letzte Teil von Shop Disney. Bin mega happy, es bekommen zu haben. Dann hat die liebe Angela mir ein Paket geschickt und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar waren diese schönen Ariel-Ohrringe dabei. Und die gibt es bei Rossmann. Also es gibt tatsächlich da eine ganze Ariel-Kollektion und die finde ich richtig süß. Nina hat die Sachen auch im Rossmann gesehen. Da gab es auch eine Kette und ich glaube Armbänder und noch verschiedene Ohrringe. Aber die sind richtig süß für ein Ariel-Outfit. Dann kommen wir zu Röcken von der lieben Steffi. Denn ja, die Steffi hat natürlich passend zum 100. Geburtstag von Disney neue Röcke rausgebracht. Ihr kennt die Röcke schon von der Steffi zum 30. Geburtstag. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4. Ich glaube, es sind 3 Röcke von ihr schon zum 30. Die sind schwarz-goldenen und die passend zu dem Spirit Jersey sind. Und jetzt hat sie natürlich auch einen rausgebracht, passend zum neuen Spirit Jersey, den ich euch auch gleich noch zeige zum 100. Geburtstag. Und das ist hier dieser, der Rock. Mega schön. So sieht er aus, von hinten und von vorne. Wie gesagt, passt perfekt zum Spirit Jersey, zum 100. Geburtstag. Und hat hier das Schloss drauf. Genau, da ist immer das Disney-Schloss. Und steht 100 Years of Wonder. Und ich bestelle die Röcke immer in Größe L. Das fragt ihr auch immer sehr gerne. Und das Try-On habt ihr jetzt schon gesehen, wie es aussieht, angezogen. Und dann hat sie noch einen zweiten Rock mir zugeschickt. Und zwar hier den. Passend zu meinen Disney 100 Ohren, die aber in der Schweiz sind. Diesen passenden Rock. Mega schön. Kann man auch echt gut kombinieren zu so einem Disney 100 Shirt. Und den Ohren dazu. Und ansonsten ist da auch das Schloss drauf. Hier seht ihr hier. Und mehr steht da nicht drauf. Genau. Also das sind die Röcke von der lieben Steffi. Ich verlinke euch natürlich Steffis Seite unten in der Infobox. Und was kostet so ein Rock? Also zwischen 46 und 48 Euro. Es kommt je nach der Größe an. Kostet ein Rock bei ihr. Also ich bekomme tatsächlich auch letztens sehr, sehr viele Fragen, woher hast du deine Röcke? Aber natürlich auch die anderen Röcke, die ich sehr gern trage, die von Stitch Shop bei Loungefly. Die sind meistens leider aus Amerika, sonst kommt man hier sehr, sehr schwer dran. Bei Funko Europe gibt es, glaube ich, noch den Weihnachtsrock. Aber sonst die anderen kürzeren Röcke sind von der lieben Steffi. Und bevor wir zum Schluss kommen, zum Disneyland Paris, immer das letzte in meinem Disney Hall, kommen wir zu einem Paket von Impericon, was ich zugeschickt bekommen habe. An der Stelle vielen, vielen Dank. Und diesmal schleichen sich so ein paar Harry Potter Sachen in meinen Disney Hall. Denn ja, ich habe einen Mix aus Disney und Harry Potter bestellt, denn wir sind ja, dazu wollte ich am Ende des Halls kommen, was jetzt in den nächsten Wochen noch ansteht, wir sind ja bald in Wien bei der Harry Potter Exhibition und tatsächlich fehlt mir eine richtig schöne Umhängetasche von Harry Potter. Und die habe ich dort gefunden und dachte, ja, die kaufe ich mir doch. Und zwar ist es diese Hogwarts-Tasche mit den 4 Häuser-Logos. Und es passt tatsächlich auch was rein. Ein kleiner Geldbeutel, Handy, Taschentücher passen hier auf jeden Fall rein. Da ist noch das Papier drin und finde ich richtig schön. Verlinke ich euch natürlich auch bei dem i unten. Und ja, die kommt auf jeden Fall mit nach Wien zur Harry Potter Exhibition. Und das zweite Harry Potter Teil, was ich mir ausgesucht habe, ist eine Kerze. Die riecht jetzt tatsächlich nicht, aber es ist eine Harry Potter Kerze. Und die kann ich mal rausholen aus der Kiste. Denn, oh, jetzt ist nur die Kerze rausgekommen und das Glas. Aber da sieht man auch, man kann das Glas dann, wenn die Kerze ausgebrannt ist, oder man kann sie auch direkt rausholen, wie man möchte. Aber dann kann man das Glas weiterhin als Teelichthalter benutzen oder als Pinselhalter oder was auch immer. Genau, so sieht die Kerze aus. Auch vorne dieses Hogwarts-Zeichen und hinten ist dann auch Hogwarts drauf. Mega schön. Wie gesagt, hat keinen Duft, aber manchmal braucht man ja nicht unbedingt einen Duft. Es gibt ja Menschen, die vertragen das ja auch gar nicht. Und dann kommen wir noch zu den 2 Disney-Sachen, die ich mir noch ausgesucht habe bei Impericon. Und zwar einmal diesen wunderschönen Cinderella-Schlüsselanhänger. Den habe ich mir einmal bestellt.
man kann ja immer ne, Schlüsselanhänger, Autoschlüssel, keine Ahnung, Postkastenschlüssel. Man braucht, kann man ja nie genug Schlüsselanhänger haben. Und das zweite, was ich mir ausgesucht habe von Disney, ist ein Prinzessin-T-Shirt. Und zwar das hier, Disney Classics oder nur Classics, die Prinzessin mit Schneewittchen, Aurora und Cinderella. Ich habe mir jetzt hier Größe L bestellt. Das ist relativ groß geschnitten, also schon sehr oversize. Ich würde sagen Unisex. Könnte jetzt auch theoretisch, wenn man möchte, einen Mann anziehen. Aber man kann die, das Gute bei den größeren T-Shirts ist bei mir immer, ich kann die dann vorne zubinden und zum Beispiel zu einer Jeans oder so, zu einer Shorts oder zu einem hohen Rock ganz gut kombinieren. Genau, also das war das letzte Teil von Impericon. An der Stelle vielen, vielen Dank und schaut gerne bei Impericon vorbei. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Kommen wir zu den letzten Sachen und zwar Disney in Paris. Und ich hatte ja schon erwähnt, wir waren ja Anfang Februar dort. Zur Brinas Geburtstag und dort durften ein paar Sachen mit. Ich bin ja jetzt immer so ein bisschen limitiert mit meinem Handgepäck, aber es hat gepasst. Und zwar durfte einmal dieser süße Schulter-Stitch mit. Es gibt mittlerweile auch Angel, aber bei Angel kann ich mich zum Glück zurückhalten. Angel brauche ich jetzt nicht. Stitch jedoch fand ich richtig süß und ja, schaut euch einmal sein Gesicht an. Mega cute, Schulterpuppen, wie gesagt, mit Magnet kann man sich die auf die Schulter setzen. Kostenpunkt hier ohne Jahreskartenrabatt 20 Euro. Dann hat mir eine liebe Followerin, ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass ich den Spirit-Jersey nicht bekomme, weil er vielleicht so begehrt ist, aber ihn gibt es immer noch in Hülle und Fülle. Aber wir wissen ja, wie es beim 30er-Jahre-weißen Spirit-Jersey war. Da war ja der Run so groß, dass er ja lange Zeit dann ausverkauft war und dann wieder einen zu bekommen war echt schwierig. Deswegen habe ich eine liebe Followerin gebeten, mir einen 100-Jahre-Spirit-Jersey zu kaufen. Und den hat sie dann zu Nina geschickt. Dann hat Nina ihn mir mit in den Park gebracht. Den hatte ich ja schon bereits an. Passend, ja, wie gesagt, habe ich ihn sogar zu Steffis Rock. Der Spirit Jersey, der 100 Jahre Spirit Jersey online, wurde ja leider storniert von Shop Disney, der aus Anaheim. Keine Ahnung wieso, ob sie Lieferprobleme hatten oder so. Ob er nochmal reinkommt, keine Ahnung. Ansonsten lasst euch den aus Disney Paris mitbringen. Wie gesagt, es gibt noch genügend. Und ich finde immer noch unser Disney Paris Schriftzug auf dem Spirit Jersey am schönsten mit dieser Schnörkel-Disney-Schrift. Super schön. Unten habt ihr dann noch die Charaktere. Deswegen ist der Rock, ist der Spirit Jersey eigentlich viel zu schade, ihn mit Rock zu tragen, weil unten habt ihr auch das Schloss mit Tinkerbell und den ganzen Figuren in ihrem 100-Jahre-Outfit. Finde ich einen sehr gelungenen Spirit Jersey. Ich liebe die Pastelltöne, ich mag diesen ganzen Farbmix von Blau, Lila, Rosa. Mega schön. Und den werde ich auch zum 100. Nee, nicht zum 100. Zum Jahreskarten-Event anziehen mit einem ganz besonderen Outfit. Ich werde mich nicht richtig kostümieren. Also kein Kostüm, wo man sagt, okay, du bist jetzt Ariel oder du bist jetzt Pocahontas. Sondern ich werde mich schon verkleiden, aber jetzt nicht so ein Charakter, wenn man das so sagen kann. Genau, aber der kommt auf jeden Fall dann zum Jahreskarten-Event mit. Lasst euch überraschen, was das Outfit sein wird. Und die liebe Followerin war dann tatsächlich auch da beim Polkadot Day und hat mir die Karte noch dazu gelegt zum Spirit Jersey. Richtig nett, es gab diese Sammelkarte zum Polkadot Day. Ich war ja dieses Jahr nicht da, letztes Jahr ja auch nicht. Da waren ja Daniel und Brina da. Genau, es gibt ja immer jetzt irgendwie diese Sammelkarten. Ist jetzt so ein neuestes Ding bei Disney, die man dann sammeln kann. Zu Halloween gab es welche, zu Weihnachten gab es welche. Ja, ist jetzt anscheinend so ein neues Disney-Ding. Genau, und dann habe ich mir, als wir dort waren, die Ohrringe mitgenommen. Und da haben ja auch einige geschrieben, wo hast du die denn her, gekauft, also wo im Disneyland? Ich zeige euch die erstmal, vielleicht vor dem schwarzen Hintergrund sieht man das ein bisschen besser. So sehen die aus. Das sind so Kreolen in Mickey-Maus-Form und da ist auch noch so eine kleine Glitzer-Mickey innen drin. Sehr schön und das gibt es in der Liberty Arcade. Also wenn ihr in den Park reinkommt, dann habt ihr ja den großen Platz erstmal mit dem Town Square. Wenn ihr dann links geht, wo auch man Winnie Pooh treffen kann oder ich weiß, ich glaube aktuell ist es Winnie Pooh vor seinem Haus, dann da in diese Arkade geht, da kommt irgendwann so ein Glasstand. Und da gibt es ganz, ganz viel schönen Schmuck und unter allem diese Kreolen. Ich habe damit schon sehr, sehr lange geliebäugelt und habe sie mir jetzt diesmal mitgenommen. Haben, glaube ich, ohne Jahreskartenrabatt 69 Euro gekostet. So, der Spirit Jersey hat ohne Jahreskartenrabatt 75 gekostet. Also die sind tatsächlich teurer geworden, die Spirit Jerseys. Genau, also Kreolen. Mega schön, bin sehr happy damit. Trage sie sehr, sehr gerne.
Und dann habe ich mir aus dem Sale was mitgenommen. Das war, als wir da waren, war großer Sale. Und ich habe mir diesen Jumpsuit mitgenommen. Ich hatte den damals schon mal anprobiert. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Und der hat original Ursprungspreis 46 Euro gekostet. Ich habe ihn aber damals anprobiert und hat mich nicht vom Hocker gehauen. Er war okay, aber für den Preis dachte ich so, ne, machst du nicht. Und jetzt mit, ich glaube, er war 70% reduziert und Jahreskartenrabatt habe ich, glaube ich, am Ende nur noch 12 Euro bezahlt. Und das ist ein echt guter Deal für den Jumpsuit. Kann man gut im Urlaub anziehen, jetzt, wenn ich jetzt Ende März im Urlaub bin. Werde auf jeden Fall mitkommen aufs Schiff. Und kann man gut am Strand anziehen. Sehr easy einfach rüberzuziehen. Und für 12 Euro kann man da nichts falsch machen. Ihr habt es ja im Try-On gesehen. Und die letzten zwei Sachen haben auch was mit Klamotten zu tun. Und zwar einmal der Schal von der Minnie Maus Kollektion, die neue, von der Polkadot Kollektion, die auch am Polkadot Day rauskam. Genau, es ist dieser Schal. Ich glaube, der Preis ist auch nicht mehr dran. Ich glaube, er war 40 Euro circa, ohne Jahreskartenrabatt. Und genau, er sieht so aus. Kann man theoretisch auch als Decke nehmen. Da steht Paris. Ups, ich habe es falsch rum. Er hat, glaube ich, keine richtig und falsch rum. Also einmal hier ist Mini. Ich glaube, in der Hälfte muss man ihn. Ich hab's gleich. So, jetzt. Also hier ist einmal Mini. Und auf der anderen Seite steht Minnie Maus oder nur Mini Paris drauf. Ein bisschen schwierig zu zeigen. Relativ dick, der Schal. Aber ich liebe es im Winter, diese, wenn man so einen richtig dicken Schal um sich rum hat. Und die Farben sind schön. Rosa, pink, schwarz. Ja, den wollte ich unbedingt haben aus der Kollektion. Ansonsten hatte ich auch das Kleid anprobiert aus der Kollektion, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Und ich glaube, in ein paar Jahren, wie jetzt mit dem Jumpsuit, also nächstes Jahr spätestens, ist die Kollektion dann auch im Sale. Und dann kann man sich das nochmal überlegen. Und das letzte Teil, was ich mir gekauft habe, da habe ich auch lang mit mir geliebäugelt, denn das habe ich tatsächlich schon in Disney World gesehen, das Kleid. Und da habe ich schon mit mir gehadert, aber ich dachte so, oh nee, ohne Rabatt und so, ist dir das doch schon zu teuer. Ja, Originalpreis ist 70 Euro, ohne Jahreskartenrabatt. Und das ist dieses Kleid. Und das habe ich bei der Cat gesehen, die hat sich das nämlich auch gekauft, mit dem tollen Disney-D-Gürtel, was ich auch habe, so der dicke mit dem goldenen D in der Mitte. Und das sah so cool aus, da dachte ich, das musst du dir jetzt auch kaufen und werde es auch mit dem Gürtel kombinieren, weil ohne Gürtel tatsächlich sieht es ein bisschen aus, als hätte man zu breite Hüften oder man könnte auch schwanger aussehen. Ich habe es euch jetzt im Try-On mit dem Gürtel gezeigt, fällt aber groß aus. Also ich habe mir jetzt hier Größe M gekauft. Zu dem Kleid, wenn ihr euch das andere Kleid von dieser Polkadot-Kollektion kaufen möchtet, das habe ich anprobiert, da habe ich tatsächlich XL dann am Ende gesagt, also wenn ich es mir gekauft hätte, hätte ich XL genommen, weil L war mir ein bisschen eng an den Armen. Und hier, das fällt tatsächlich größer aus und hier habe ich M genommen, also eine Nummer kleiner, was ich sonst trage. Und ja, das passt ganz gut. L wäre viel zu groß gewesen, also und ich glaube, es geht sogar bis XL. Also auch für die etwas kräftigeren Frauen diesmal was dabei mit diesem Kleid. Da sind Mickey und Minnie drauf, in dieser Retro-Optik kann man auch echt gut im Alltag anziehen, finde ich persönlich. Ja, finde ich mega schön. Und das war das letzte Teil aus meinem Februar-Haul. Genau. Ja, was steht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so an? Nächsten Freitag, nächstes Wochenende, sind wir ja im Disneyland Paris und ich werde Freitagmittag schon ankommen, denn ich muss meine Jahreskarte verlängern und dann werde ich auf die Mädels warten. Ich bin ja mit Brina und Nina dort. Und wir gehen ja abends zum Jahreskarten-Event. Das Programm wurde ja jetzt auch veröffentlicht und es wird ein sehr langer Abend. Die letzte Show ist um 1.45 Uhr, bis wir dann im Hotel sind. Dann muss das Video geschnitten werden für den nächsten Tag. Das heißt, vor 3, 4 Uhr kommen wir nicht ins Bett. Das wird super. werden aber am Samstag dann natürlich nicht so extramatic aus in den Park können. Da wird es ein bisschen später. Wir lassen es dann den Samstag ein bisschen gemütlicher angehen. Haben dann ein paar Sachen, möchten das Rollpub besuchen. Es gibt einige neue Snacks, die wir testen möchten. Und das Highlight, wir wollen natürlich Mando und Grogu treffen. Das machen wir aber erst am Sonntag, weil dafür müssen wir relativ früh aufstehen. Also eigentlich zu extramatic aus müssen wir im Park sein. Weil der Ansturm ist so groß bei Mando und Grogu, dass die Warteschlangen relativ schnell zugemacht werden. Und deswegen muss man sich früh anstellen. Das wird sozusagen unsere Sonntagsmission sein.
Und den Rest lassen wir einfach auf uns zukommen. Genau, das ist nächstes Wochenende. Übernächstes Wochenende geht's dann nach Wien mit der Daria. Wir sind Freitagabend sind wir dort. Freitag passiert aber nichts mehr. Samstag haben wir einen ganz schönen Tagesplan mit Madame Tussauds, mit einer Walking-Tour durch Wien, mit einer Swarovski-Führung. Und Sonntag sind wir dann bei der Harry Potter Exhibition und werden dann auch noch ein bisschen Wien erkunden, Riesenrad fahren am Prater und natürlich zeige ich euch dann auch den Prater ein bisschen, so wie sich das zeitlich ergibt. Genau, das ist dann in 2 Wochen und dann das ist schon das letzte Wochenende im März, genau. Samstags abends fliegen wir dann schon nach Abu Dhabi, denn da geht's auf die AIDA. Das habe ich ja in meiner Ankündigung vom Freitag, letzten Freitag jetzt gezeigt. Wo es für mich hingeht, als nächstes in den Urlaub mit meiner Mama zusammen, geht's auf die AIDA in den Orient, ab Abu Dhabi Richtung Doha, Muscat, Dubai. Richtig schöne Route mit der AIDA Cosma für 1 Woche. Und dann geht's am 2. April wieder zurück. Also das ist jetzt so der Plan so für die nächsten Wochen. Es wird natürlich zu allem Videos geben. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!